Ein herzliches, warmes Willkommen, Amigos, zu Folge 4, Call of Juarez. Wir haben gerade eine Schlacht in Folge 3 in der... Eine Schlacht in der Schlucht gewonnen. Haha, super Satz. Und ich weiß gerade überhaupt noch nicht, wie es weitergeht. Wollen wir mal schauen. Wasser. A few weeks after that dust up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. So, ich versuche jetzt mal ein bisschen auf die Dialoge zu achten. Es ist mir ja bisher überhaupt nicht gelungen. What exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Oh, ist jetzt well, was? Him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die. And I promise, I'll tell you why. Oh yes. First, I need to tell you about the cowboy's new boss, Curly Bill Brocious. Ich erkläre gleich. Aber. Wow, heilige Scheiße! Damit habe ich gerechnet. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht, diese Rückblicke. Das ist mal ein bisschen eine andere Herangehensweise an eine Erzählweise. Dieses immer dazwischen nochmal kurz unterbrechen und sagen, ich erzähle euch das gleich, wie es war. Dieser ganze Erzählmodus, warum treffe ich denn nicht? So, ich habe jetzt auch mittlerweile nochmal rausgefunden, wie dieser Look heißt. Cell Shading Look war das, glaube ich. Ne? Das habe ich ja in der ersten Folge noch gerätselt, was das nochmal ist. Cell Shading, das war es auch damals bei 13. Ja, könnt mich korrigieren, wenn es falsch ist, aber es müsste dieser Cell-Shading sein. So, jetzt verdammte Axt. Meine Güte, ich habe auch kein Scheunentorrad. So, du kriegst jetzt voll ins Gesicht. Zack. Zack. Jetzt läuft es. Jetzt mal von unten. Ich habe immer das Gefühl, mit der rechten Waffe trifft er besser. Ich versuche gerade, mich hier auf alles zu konzentrieren. Mit euch reden, die Dialoge, dann schießen, ne? Boah, klappt super, wie ihr seht. Ja, ja, ist gut. Triss mich nicht. Wo ist denn der jetzt hin? Da ist einer. Den kriegen wir auch. Easy going. Sagte er, nachdem er 25 Schuss versammelt hat. Gut, also wir machen uns jetzt nach Ringo. War das Ringo? Bob, Ringo? Ringo? Auf jeden Fall sind wir da auf der Suche, ihn zu erwischen. Und auch noch den Sheriff, der uns praktisch verschleppt hat. Zusammen mit. Was war das denn jetzt? Zusammen mit Billy the Kid. Ja, Killer mit roten Halstüchern. Kleine Köter. Guck mal, ich bin ja wirklich. Na, jetzt aber. Ah, Ringo, genau. Ja. Okay, dann machen wir es anders. So, sehen wir auch schön die Kugeln anfliegen. Aber ich werde jetzt mal. Ganz kurz, keine Sorge, ich bleibe im Spiel nochmal. Die Sprache was lauter zu stellen. Das ist ja so eigentlich mit das Wichtigste, finde ich. Der Rest geht. Ich hoffe, das ist jetzt laut genug, dass ihr da auch ein bisschen mehr von mitbekommt, wenn ich rede und er redet und, ne? Kann ich verstehen, dass das manchmal ein bisschen aus dem Ruder läuft. Oh, was ist denn hier los? Party oder was? Disco, Disco, Party, Party. Also richtig lauter ist das nicht, ne? Was mir gefällt ist, dass ihr auch den Reload-Vorgang, dass ihr den auch abbrechen könnt im Prinzip. Also ihr könnt... Hätte mir vielleicht mal vorher in den Kopf kommen sollen. Leute, kann ja nicht sein, Teil um. Also ihr könnt praktisch, auch wenn ihr die Waffe nicht vollladen wollt, er lädt ja immer erst die rechte und dann die linke, könnt ihr das auch abbrechen, indem ihr ranzoomt oder sowas, wenn es dann doch mal eng wird. Wenn ich auch immer so ein bisschen blöd in die Gegend... Ich gucke jetzt nochmal. Das muss noch ein bisschen lauter gehen. Wir drehen das jetzt mal voll auf. Wenn ich ein bisschen blöd durch die Gegend gucke, nicht wundern, dann versuche ich auch ein bisschen auf die Dialoge zu achten. Das ist mir nämlich bisher noch überhaupt nicht gelungen. Ein bisschen was von der Story sollte ich auch mitkriegen. So, jetzt gehen wir hier in diese Säge, in dieses Sägewerk, Sägemühle, wie auch immer. Was ist denn jetzt hier los? Ach du Scheiße! Was sind das denn für Typen?
have a question. What's that? Ja. After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Die Dialoge sind echt super. Gut gemacht auf jeden Fall. Hier durch. Das ist irgendwie eine ganz komische Ecke hier. Ich habe das Gefühl nicht los, dass mich da gleich irgendwas erwartet, wo ich nicht mitrechne. Bin ich hier falsch? Oder? So, ja, was soll ich denn hier sonst sagen? Das sind jetzt hier rechts. Ich muss doch da hoch, oder nicht? Muss ich nicht hier hoch? Komme ich nicht hoch? Da komme ich auch nicht hoch. Da kann ich nicht rüber. Sekunde. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ja, habe ich. Habe ich nicht. Habe ich doch. Kann ich auch nicht rein. Und dieses Rad ist ja schon auffällig, ne? Aber. Okay, jetzt ganz kurz Überblick schaffen. Das wäre ja auch Unsinn, ne? Ach, nicht Q. Oh, ich drücke die falsche Taste. Welches war das nochmal eben? Oh, war das, ne? Ja, ich für Objectives. Kämpfe dich zur Megasühle. Kämpfe dich zur Megasühle vor. Natürlich, also doch dadurch. Oder was? Ja, okay. Oh, Facepalm. War auch schwer zu finden, finde ich, der Weg. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Sehr, sehr cool. Goddamn good shine! Oh, oh. Da. Da auch noch. Komm, steh auf. Du Luder. Goddamn him! Oh, was ist denn da? Das ist das ein Sprung. Murder him! Oh. I won't hide from you, bitch! Zack. Did that asshole just kill Red? Ja, oh, jetzt läuft es sahnig. Oh, jetzt läuft es richtig sahnig. Ah, gut. Zack. Ein Kombo nach dem anderen. Und da fällt er noch um. You ain't beating me, boy. Oh, wo da? Hi. Zack. So, und da sind wieder irgendwo diese Rambos, oder was? You come out and I will. Irgendwas gehört? Ah, da hinten. Oh Gott, doch keine Rambos. There he is. Zack. Schildkämpfer. Wo ist der Schildkämpfer? Okay, wir gehen jetzt mal mit Bullet Time rum. Gehen wir nicht. Wir machen das jetzt ganz anders. Vier war das, glaube ich. Blank him. Oh, den habe ich natürlich super geworfen. So, der muss aber sitzen. Oh, zack! Ins Gesicht, ihr Lappen! So. Ja, ist richtig. Der wartet, also beziehungsweise er nimmt auch kein, oder lässt auch keine Situation aus, nochmal klarzustellen, wie krass er eigentlich ist. Genau. Keep calm. Oh, was ist das denn? Geheimnis. Okay. So, haben wir. Ich will aber doch. Okay, dann haben wir die Pumpgun-Schrotflinte, passt. Ich habe gerade das schon richtig gelesen, dass da aus dem letzten Gefecht stand, oder? Gut, dann gehen wir mal zu Curly Bill. Scheint hätte ich für ihn das Dynamit viel eher gebraucht. Wir gehen nicht zu Curly Bill, wir machen nochmal eine lustige Stadtrundfahrt. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Bin ich hier richtig? Ich bin noch jetzt runtergefallen. Oh! Runtergefallen und trotzdem richtig. Hallo, Curly Bill. Sehr gut. Nimmt einen, bevor er sich eine fängt. Are you saying
they ran. Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. Hiding like a no, sir. I never puppy. Said they were running scared. They just wanted me out in the open. Das Problem ist, ich komme hier nicht weg. Der ist aber sehr nah. Und das ist dich, mein Freund. Nö, ich möchte dich eigentlich einfach persönlich umbringen. Ist einfach so ein persönliches Erlebnis für mich. Wo ist denn der jetzt? Wo ist der Drecksack? Da ist er. Er verkraftet natürlich zehnmal so viel wie wir. Egal. Wir laufen jetzt einfach ein bisschen Ringerei. Gut, das war nicht so, oder? Komm mal hier durch. Das hast du nicht gesagt, mein Freund. Aber das war, glaube ich, gar nicht so clever, das zu aktivieren jetzt. Aber der hat nicht mehr viel. Also, können wir. Hope you made your peace, brother. Ich move dich jetzt einfach ganz tight aus. Okay, da ist ein normaler Gegner. Wo ist denn der jetzt wieder hin? Der ist hinter mir oder so. Wow! So, ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen wirr durch die Gegend. Da dürfte er mir nicht böse sein. Ich muss mir einfach mal ein bisschen Übersicht verschaffen. Weil der war dann doch. Er klingt halt die ganze Zeit, als würde er direkt rechts neben mir stehen. So, wo ist er jetzt? Hier hoch. Ah, der hat ja nichts mehr, der Junge. Den kriegen wir jetzt gleich. Come out, wherever you are. Oh, das kann doch nicht mehr viel sein, was er kassiert. You're going to the gates of hell. So, jetzt gehen wir nochmal mit Bullet Time Wow und zack dich! Ein wunderschönes Erlebnis. Wo ist Ringo? I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Okay. Wir finden ihn auf jeden Fall gleich. Irgendwann. Mal. Hoffentlich. Oh, ist das jetzt schon wieder? Der nächste. Der Boss wird. Und stirbt. Johnny Ringo. So, dann sind wir wieder im Duell. Das haben wir schon im ersten Teil gesehen. Das heißt, ich muss jetzt erst den Gegner anfokussieren. So. Genau wie es geht. Wer ist Doc Holliday? Oh, das sieht gar nicht gut aus mit dem Anvisieren, der Fokus. Ich darf erst zur Waffe greifen, wenn er das auch macht, wenn man Puls. Ich könnte jetzt auch schon so, aber das wäre unfair. Oh nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ah, ich habe ihn aber. Ah. Oh yes, bitch. Damit haben wir auch wieder das Duell direkt gewonnen und die Mission auch wieder beendet. Tja. Was haben wir denn? Erledigte 47. Präzision ist natürlich sensationell. 44%. Oh, um Gottes Willen. Nuggets der Wahrheit. Nur 1 von 4 gefunden. Also ihr könntet die Mission jetzt auch neu starten und nochmal nach diesen Nuggets gucken. Ja, wenn ihr da echt Bock drauf habt. Ich müsste mich mal hier wieder... Was haben wir denn hier? Höhere Munitionskapazität. Bessere Beweglichkeit während Konzentration. Nee, das lohnt sich nicht. Das klingt besser. Kann man noch was? Wir haben uns, glaube ich, nichts mehr, ne? Ne, jetzt haben wir keine Fähigkeitspunkte mehr. Dann würde ich sagen, ist da wieder eine relativ kurze Folge. Das wird bei Call of Juarez wahrscheinlich öfters der Fall sein, weil die Missionen aber nicht so lange sind. Cutten wir hier trotzdem. Ich würde mich über Feedback von euch freuen. Bitte auch herzlich darum, auch wenn es negativ ist. Und mir ist gerade unglaublich warm, deswegen verabscheue ich mich. Und wir haben leider wieder keine Pferde gefunden. Aber wer weiß, vielleicht finden wir ja noch welche in diesem Spiel. Einen angenehmen Tag. Adios, muchachos.